Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ganz ruhig! Genau! Aufpassen! Leinen los! Leinen sind los! Haben abgelegt! Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Hey da! Es geht nach oben! Geschlossen. Fertig. Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich. Endlich zu Hause. Gleichmäßiger Druck. Und das war's. Steg runter. Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Ja. Der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Hallo, Sir. Corvo, du bist zurück! Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Gut, los geht's. Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Folge mir, Corvo! Na los, mach schon! Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle, und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut! Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme. Hier nicht. Nachsehen. Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Oh. Bringst du mir später weiter das Klettern bei? Ich will mal bis aufs Dach klettern. Der kaiserliche Meisterspion ist...
Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Corvo, wenn du Mutter nicht heiratest, heiratest du dann mich? Glaubst du, dass du nach gestern Nacht... Sie empfängt sie gleich. Es war gut, mit Ihnen zu reisen, Corvo. Hallo, mein Herr. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo. 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Emily, komm her! Vorsicht! Noch eine! Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal! Nicht schon wieder! Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Oh! Mama! Oh! Halt an, Corvo! Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken.
Corvo. Die Kaiserin ist tot, ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gern. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Was du tust, wenn Slackjaw und die Jungs von der Border Street dich überfallen. Sowas muss ich mir von dir nicht anhören. Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Echtes Ereignis? Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Irgendwelche von den großen Rattenrudeln gesehen? Neue Nacht, neue Wacht. Mit dir. Darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Nimm das! Oh. Schnappt ihn euch!
Einrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Dieser dreckige Abschaum. Die morgige Hinrichtung darf nun für eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Hinrichtung ist also richtig. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Es kommt durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Hey, schuldest du mir nicht einen Drink? Du bist so ein Hitzkopf. Diese Beschissen.
dürfen dem Einzelhaftzellenblock nicht betreten. Das reiche Nichttrinker, den ich hierher gebracht habe. Es sei denn, Sie werden von einem Wachoffizier ist frei. Viel Glück. Und mach ein paar Platz. Müssen vorher geplant werden. Eine hey, Woche im bring eine Waffe für mich um, ja? Sag Slackjaw Bescheid. Er holt mich hier raus. Ich gehöre nicht hierher. Ich habe nichts getan. Sie hat gelogen. Aha. War doch nichts. Hat er auf der Flucht getötet. Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Also Maul, sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Border Street Gang. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut, mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Es ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute. Thank you.
überschwemmten Bezirk bringen? Ach, vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen? Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden